Da steht wirklich ein Dotopia. Oh, what the fuck? Ach, das ist holy moly, Leute, das wird immer geiler. Black Series. Aus Erding. Zum Schaltkulisse Coffee Injection Vlog. Und trotzdem müssen wir ihn hier starten, aus gegebenem Anlass. Aber das ist doch ein schönes Auto, um den Vlog überhaupt mal starten zu lassen. Trotzdem ist heute gutes Wetter und ich erwarte sehr viel von der Schaltkulisse. Die haben auch schon einiges auf den Hof gefahren. Wir fahren heute hin mit einem ganz besonderen Auto. Ihr werdet es gleich sehen. Und wir werden ganz viel Spaß haben. Euch auch viel Spaß dabei. Hier vorne steht nochmal ein Aventador, also eben auch durchgefahren, als ich gerade gekommen bin. Ich will ja jetzt nicht zu nah dran und die bei ihrem Shooting stören, aber damit ihr ihn auch mal kurz gesehen habt hier. Und zwar in den hier vorne geht es heute. Damit fahren wir zur Schaltkulisse. Bentley Bentayga Extended Wheelbase, das ist nochmal um 18 cm länger. Mit der hinten eine extreme Lounge mit mega viel Beinfreiheit, mit Displays dabei, mit elektrischen Rollläden dabei und hier in der Mitte. Oh, da ist jetzt Müll drin. Käse und Oliven. Aber da kann normalerweise auch einfach eine Shampoosflasche rein. So, auf geht's nach Torfkirchen. Da steht wirklich ein Dotopia. What the fuck? Ach du Scheiße, ey. Digga, voll ich mich verarscht. Deswegen stehen keine Spotter vorne an der Garage, weil gerade ein Dotopia gekommen ist. Holy fuck. Was? Also das hätte ich jetzt echt nicht gewarnt, dass wir geahnt, dass wir jetzt schon zu spät sind. Wir sind, glaube ich, eine halbe Stunde vor Beginn. Und jetzt ist gerade sogar noch die Dotopia nochmal angesprungen. Scheiße, ey, das geht ja ab hier. Wahnsinn, was wird das für ein Tag, wenn das schon mit dem Dotopia losgeht? Hier wird übrigens um 11 Uhr, der Wagen wird nochmal angeschmissen hier vorne. Das wird, glaube ich, auch ein Erlebnis werden. Es sind zwar schon viele Leute hier unterwegs, aber es werden wahrscheinlich noch mehr. Von daher gehe ich jetzt mal wirklich... Von daher gehe ich wahrscheinlich jetzt erstmal im Detail um dieses Auto herum, gucke es mir genau an. Dieses Heck hier, da erkennt man es mal wirklich ganz genau, dass das extrem Zonda ist. Ne? Die vier Auspuffendrohre in der Mitte. Man hat hier echt eine Mischung aus Zonda und Tuera quasi auf die Straße gestellt. Die Felgen sind aerodynamisch optimiert. Du siehst richtig, wie der Luftstrom an der Seite ablaufen soll. Das Ganze natürlich außen mit Carbon für Leichtbau. Wunderschön in der Mitte auch mit blauem Carbon. Matching zu zwei Paganis, die hier auch kürzlich schon mal standen. Einmal ein DC Roadster und ein normaler Roadster, Tuera. Und der hat jetzt einfach nochmal die gleiche Spec mit dem blauen Carbon in der Mitte, roter Akzentstreifen und dieses weiß Perlmetallic, würde ich es mal nennen, an der Seite. Auf jeden Fall speckmäßig schon eine gute Wahl. Aber gut, wir müssen auch mal gucken, was hier sonst noch so rumsteht. Wir haben hier zum Beispiel schon, sieht aus wie Besucher, angemeldeter Speciale, der herumsteht. Charger hinten in der Ecke. Also hier das Line-Up an der Seite war das letzte Mal schon ziemlich krank. Jetzt haben wir zumindest ein M3 CSL, E46, einen Rollschuh, so wie man ihn scherzhaft nennt, also Z3 Coupé als M. AIL hat hier zwei Autos ausgestellt. Der F8 stand jetzt auch lange in Grünwald vor der Haustür und den 812 kenne ich noch nicht. Auf der Seite zwei Dinos nebeneinander. Auffällig natürlich hier die gelben Scheinwerfer, was dafür spricht, dass es Erstauslieferung in Frankreich ist. Ne? Weil damals, zu der Zeit, hat man in Frankreich mit gelben Lichtern. Ich glaube, das ist
75 in der Long Nose hier vorne, GTB4. Das müsste ein 330 GTC sein. Deswegen Fuoco, Fuoco heißt ja Feuer. Und dieses Rot-Orange hat so ein bisschen den Anschein eines Feuers und natürlich das. Ich probiere jetzt einfach mal ein bisschen aus Bild zu bleiben. Die sind immer noch nicht ganz durch, aber wir haben einen gelben Enzo. Wir haben einen roten Countach, den wir schon mal in Böbling gesehen haben. NT-Kennzeichen. Auch der Miura gehört dem gleichen Owner. Den SA Aperta kennen wir da von Blue Collector, der war mal bei AIL. Dahinter haben wir 55 Bacchetta in Silber, auch eine sehr seltene Farbe für das Auto. 2 GT Lusso, 400 Amerika da hinten in der Ecke und noch ein Lancia Stratos noch da vorne in der Ecke. Das ist es hier drin. So, jetzt stellen wir uns vorne an die Straße und auf geht's. Da vorne der M4 CSL, den haben wir eben noch gesehen. Boah, hier ist es schon eine mega Schlange. Wahnsinn, KTM Expo noch mit dabei. Ist ja Hammer. Wisst ihr noch, letztes Mal, dieses Schaltkulisse-Event, das war das übelste 360 CS-Treffen. Und der hier war nicht dabei. Also das ist schon wieder ein neuer Challenge Stradale. Props an Schaltkulisse raushauen, weil ich weiß nicht, wie sie es machen oder warum sie es machen, aber das Event ist komplett kostenlos, sowohl für die Teilnehmer als auch als Besucher kannst du kostenlos hinten auf dem parken. Ich finde es genial, ich würde es zwar anders machen, ich würde Geld nehmen dafür, aber so wie es ist, ist halt mega geil und ist halt auch von der Atmosphäre echt geiles Event. Also ich würde sagen, ist das geilste Auto-Event in München, was es so aktuell gibt? Ich glaube ja, ich würde sagen ja. Übrigens meine Initialen vorne drauf. Ist ein S. Ja, dann ist er leider nicht limitiert. Fuck it, ey, geil. Machen wir eine Straßensperre? Holy moly, Leute, das Event wird immer geiler. Neues Kennzeichen für German Hypercars. MQX 830. Ist das Hammer, ey. Ohne Scheiß, ich habe heute Morgen noch seinen Instagram-Post gesehen und habe drunter geschrieben, wäre doch eigentlich hier Schaltkulisse-Event eine tolle Idee für den ersten Ausritt.
Es ist Realität geworden. Ganz vergessen, dass sie den Maserati anschmeißen wollen. Jetzt höre ich den, dass der gerade rafft. Und da ist eine mega Traube drumherum. Vielleicht kriegen wir noch einen kleinen Blick drauf. Boah, immer noch so geil, dass der Competition da ist. Oh. Gerade den Schluss mitbekommen. Also irgendwie hinter meinem Rücken scheint gerade ein silberner 512 TR gekommen zu sein. Ich habe es einfach nicht mitbekommen. Ich habe mir jetzt gerade hier ein Crepe geholt. Kein Daytona heute, SP3 und auch kein LaFerrari. Kein 22. Es ist ein Pista Spider geworden und ein aber brandneuer Spider RS. Wenn ich mir diese Poollandschaft hier angucke, dann will ich hier eigentlich reinspringen. Jetzt gerade dieses kleine Loch hier, wo nicht so viel kommt, nutzen wir mal, um hier über den Besucherparkplatz zu gehen. Und hier, wir haben es eben noch kurz gesehen im Anschnitt, ist der Technic Gang gefahren. Auch wunderschönes Speck hier, so ein schönes Rotmetallic, noch nie vorher gesehen. Bumm, Chakalaka, haben wir gesehen. Da hinten steht noch ein GT4, die Corvette, die gerade gekommen ist, steht da hinten. Also, aber sonst ist hier nichts. Ey, dieses Bild hier, wie alle da mit der Kamera stehen, das ist irgendwie geil. Ich habe gerade was raven gehört. Ah, da hinten kommt er raus. Ach, lustig. Komm, wir kämpfen. Ist das gay? Ja. Da geht man einen Moment hier drauf und schon kommt 3 SL und hier ist halt scheiß laute Musik hinter mir. Deswegen muss ich die ganze Zeit durchreden, damit es nicht von der GEMA gesperrt wird und man wirklich nur meine Stimme hört und das Auto im Hintergrund sieht. Schönes Wetter haben wir heute, oder? Ist das eine tolle Farbe hier, grau auf dem 3 SL. Ah, der will genau hier parken, wo ich stehe. Das heißt, ich bin jetzt auch bei jedem auf dem Foto wahrscheinlich drauf, aber ich habe keinen Bock mehr weiterzureden und ich höre jetzt auch mit der Szene. Das Event ist fast vorbei. Eigentlich hätten wir gedacht, vielleicht warten wir noch, bis der Utopia wieder rüberfährt. Aber das wird noch dauern. Also es wird noch Stunden dauern. Ansonsten ist ein Diablo, den wir erwartet haben, den vermissen wir immer noch schmerzlich, aber er scheint nicht mehr zu kommen. Von daher setzen wir unsere Tour heute fort und fahren mal eventuell Richtung Tegernsee. Aber es kann sich alles noch ändern. So, wir sind jetzt hier nochmal bei Schaltkulisse Engineering. Die haben hier heute quasi dann auch Tag der offenen Tür.
Da drinnen laufen alle rum. Es ist eine Guided-Tour angeblich. Wir gucken, ob wir uns einfach dazu packen können. Okay, also die Werkstatt hinten haben sie noch abgehängt. Da können sie noch ein paar Autos verstecken, die nicht gesehen werden wollen. Der ist offen. Bei allen anderen muss man jetzt so ein bisschen raten. Da oben würde ich sagen, das ist ein 488. Ob Piste oder nicht, kann ich nicht erkennen. Das könnte ein 360er sein, eventuell schönes Stradale. Das könnte 250 Europa sein hier unten. Dann haben wir einen 308 oder 328. Maybach S-Klasse, glaube ich. Das macht irgendwie Spaß, hier so zu raten, aber es gibt keine Auflösung. Das hier ist auf jeden Fall 512. Kein 512, es müsste ein Testarossa sein. Ein Porsche. Oh, mehr sehe ich auch nicht. Hier auch ein Porsche 911. Das hier ist, glaube ich, ein F430. Und ich glaube, kein Scuderia, wenn ich es richtig sehe. Bevor sie ihn wieder zumachen, jetzt einmal kurz hier vorne der F40. Ist gerade aufgedeckt. Ich habe auch gerade gesehen, an der Seite, der hatte die Plexiglasscheiben. Die sind aber besonders selten. Hier ist etwas schwierig. Könnte natürlich ein 250 GT einfach sein. Aber es ist keine Garantie dafür. Hier vorne bin ich mir dann wieder sicher, das ist ein SLR. Und man muss mal die Felgen an der Seite betrachten. Das sind Tuning-Felgen. Keine Originalen. Oh, guck mal, da hinten ist auch einer offen. Ein Vantage GT3. Das vorne ist ein Mustang. Hier haben wir einen STO stehen. SF90 daneben. Das hier ist ein Huracan. Das müsste auch ein Huracan sein. Porsche 911 wieder. Porsche 911. Porsche 911 mit vorne Rallye. Man sieht ganz, die Leuchten. Das sind einfach diese Bumper vorne. Das ist, glaube ich, ein Portofino. Und das, wenn ich das richtig sehe, ist das ein 959 da oben. Roter 959. Und das, oh, kann ich nicht erkennen. Nee, komme nicht drauf. Da vorne sehe ich was. Es könnte ein GT3 S 907 4.0 sein. Zumindest hat er hinten so ein bisschen so eine Lackierung, Folierung, die in die Richtung geht. Irgendwie sieht das oben für mich wie eine Supra aus. Keine Ahnung, ob das stimmt. Hier unten haben wir auf jeden Fall noch einen Testarossa. Ich dachte, das ging in einem über, aber nein, klar, hier war kein zweiter Eingang. Hier kann man auch noch mal reingehen in die zweite Garage. Look Collector 75 steht hier vorne. Diesmal Short Nose. 356 da vorne. Und hier in der Ecke haben wir auch noch einen schönen 250 GT. Ein 2 plus 2 auch. Ich bin jetzt mittlerweile hier am Tegernsee, aber bislang habe ich noch keinen Spot gehabt. Hey, der erste Spot hier. Oh, lol. Da sind mehrere Porsche. Schweizer Kennzeichen. So, hier Leute, das können wir schon mal ganz genau angucken, denn hier werden wir im Juli mal vorbeigucken, Kaltenbrunn. Hier wird der Concordance of Elegance stattfinden in Deutschland. Ich bin sehr gespannt auf diese Stelle hier. Black Series aus Erding, what? Nein. Oh, scheiße, genau die Dinger dazwischen. Ja, Performante. Ach, guck mal, da ist er. Ey, wie krass war das, Leute? Wir sind jetzt hier in Grünwald, wollen es uns ein bisschen bequem machen. Und auf dem Weg C63 Black Series. Im Hintergrund hört man noch einen V10 Sauger hören. Aber das war echt random. C63 auf der Straße hierher. Es war auch heute schon eine Kompetition hier in Grünwald unterwegs. Und ich glaube nicht der vom Event eben, von Always Aperta. In der Maximilianstraße ist auch nicht schlecht, aber gerade eher etwas ruhig. Ein Chiron war da, der von Kinzel, der öfters da ist, und aus der Schweiz, aus Zürich, ein 996 GT2. Also ich habe es zwar vermutet, aber Grünwald ist tot. Hier funktioniert nichts. Hier funktioniert es auch gut. Hier geht nichts. Aber auch aus der Maximilianstraße kommt nicht viel. Also wir verpassen auch nichts. Es ist halt einfach heute ein bisschen lame. Außer des Events natürlich. Da habe ich den Bentley Bentayga diese Woche noch geholt. Heute steht er wieder hier. Aber wir schauen einmal kurz bei Aston Martin vorbei. Weil wie gesagt, in der Stadt geht gerade nicht so viel. Dann können wir hier mal reingucken in den Showroom. Hier stehen allerdings schon seit etwas längerem zwei V12 Vantages nebeneinander. Einmal als Roadster, einmal als Coupé. Ich würde mich hier, glaube ich, speckmäßig für den Roadster entscheiden. Und hier stehen jetzt hauptsächlich eher so die Standards, die DBSs und DB12er, DBXer. Ein spannendes Auto haben wir hier vorne aber noch. Einer der zwei V12 Speedster, die hier aber schon seit einer Ewigkeit stehen. Also einer schon lange weg, aber der hier ist noch da. Und hinten in der Auslieferungshalle
sollte noch ein Valkyrie stehen. Ich glaube, man sieht ihn sogar von hier. Ja, wie angekündigt hier vorne der Valkyrie. Das ist ein Spider auch. Sieht man jetzt hier nicht, aber ich habe Bilder gesehen von der Anlieferung. Und der steht hier leider schon seit ein paar Tagen unter Plane. Mal gucken, ob ich den nochmal offen sehen werde, aber ich glaube, meine Chancen stehen da eher schlecht. So, in den weiteren Service gucke ich jetzt auch nochmal rein, aber das schneide ich nicht in den Vlog rein. Das muss jetzt nicht zwingend im Internet landen. Okay, das muss ich jetzt doch nochmal mitmachen, weil das ist höchstwahrscheinlich hier ein Auto von Aston Martin selber. Das ist schon der neue Aston Martin Vantage. Das ist nicht der V12. Wir sehen hier die Lufteinlässe an der Seite wie beim V12. Aber das dürfte tatsächlich schon ein neuer Vantage sein, also Facelift. Mittlerweile am Abend und die Spaghetti sind extrem scharf und Julius kriegt es leider nicht hin, das schnell aufzuessen und hat schon den ganzen Käse leer gemacht, während Fabis Teller schon längst wieder in der Küche ist und gespült wird. Aber was ich eigentlich sagen will, ist, das war's für heute, für diesen Vlog. Ich würde mich freuen, wenn ihr es nächstes Mal wieder einschaltet. Tschüss!